Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei meiner aktuellen Bücherwoche. Ja, heute wunderbares Frühlingswetter. Ich war schon draußen und es war wirklich traumhaft schön. Habe ein bisschen was im Garten getan und war dann auch ein paar Blümchen shoppen, sozusagen für den Garten. Und natürlich auch eine kleine schöne Wohnungspflanze. Und ich kann bei Pflanzen auch immer so schlecht Nein sagen. Und ich werde hier rechts unten schon wieder beobachtet. Ja, das letzte Mal hat sie es ja verschlafen, aber heute sitzt sie hier und beobachtet mich und sieht hier den Stapel voll Dinge, die ich zeigen möchte. Und es gibt allerlei, neben Büchern habe ich auch zwei Filme gesehen, über die ich sprechen möchte. Es gab diese Woche ein Hangout, es wird in der nächsten Woche ein Hangout geben. Und es gibt ein Gewinnspiel auf meinem Instagram-Account, da möchte ich ein bisschen kurz drüber sprechen. Und aber ich denke, wir starten mit den Büchern. Am Wochenende, ja, ich habe euch ja schon gezeigt, in der letzten Bücherwoche, dass Acht Nacht von Sebastian Fitzek bei mir eingezogen ist. Und diesen habe ich auch direkt letztes Wochenende gelesen. Ich würde besser sagen verschlungen. Und dazu werde ich gar nicht so viel sagen, weil es am Dienstag eine Special-Rezension dazu geben wird. Und war aber das erste Buch der Woche. Dann habe ich gelesen Eleanor von Jason Gurley. Ein Buch, das mich anhand des Klappentextes sehr, sehr angesprochen hat. Es sollte so eine Mischung aus Fantasy und Drama sein. Und wie es mir dann gefallen hat, dazu natürlich später. Das nächste Buch ist dann das Buch Der Spiegel von I.O. Shirovici. Ich hoffe, man spricht ihn oder sie so aus. Und das ist ein Buch, was mich einfach anhand des Covers und auch des Klappentextes gepackt hatte und ich es diese Woche dann begonnen habe, gar nicht damit gerechnet habe, dass ich es bis heute Samstag beende, aber ihr seht, es ist hier aufgelistet als Buch, dementsprechend habe ich es tatsächlich heute früh beendet und dazu dann auch mehr. Und seit Dienstag lesen wir den dritten Teil der Red Rising Trilogie von Pierce Brown in einer kleinen Facebook-Gruppe. Und dazu werde ich heute auch noch nicht so viel sagen, weil ich natürlich euch nächste Woche erst erzählen möchte, wie es endet. Aber so ein bisschen was kann man natürlich schon erzählen. Und ich denke, wir starten jetzt erstmal mit dem ersten Buch der Woche. Und zwar ist das Acht Nacht von Sebastian Fitzek. Erscheint am Dienstag, den 14. März im Knauer Verlag, hat 416 Seiten, kostet broschiert 13 Euro und als E-Book 9 Euro und ist ein Buch, auf das ich mich unglaublich gefreut habe. Und als es dann noch über eine Woche früher bei mir im Briefkasten lag, ja, war ich noch erfreuter, dieses Vorableseexemplar vom Verlag erhalten zu haben und habe es dann direkt auch am Wochenende gelesen und verschlungen. Und ich möchte gar nicht zu viel verraten, denn der offizielle Start des Buches ist eben erst der 14. März. Ihr müsst euch also im Grunde bis Dienstag gedulden. Ich habe schon gesehen, dass manch einer dieses Büchlein tatsächlich schon in freier Wildbahn gefunden hat, was mich auch sehr, sehr freut, dass dann eben vor Erscheinungstermin schon ein paar Bücher im Grunde in den Buchhandlungen zu kaufen sind. Und ihr dürft euch jetzt freuen am Dienstag auf eine Special-Rezension von mir zu Acht Nacht. Und ich kann so viel schon verraten, wäre es ein schlechtes Buch, hätte es keine Special-Rezension bekommen. Ja, meine Güte, zu viel Special. Und so viel kann ich verraten und natürlich auch nochmal das schöne Cover zeigen und im Grunde auch zeigen. Ja, schön, ne? Also optisch wirklich ein sehr gelungener Thriller. Und ich mag auch so diese Details mit dieser Acht, die so schimmert. Und ach ja, ich bin verliebt in dieses Buch und freue mich jetzt umso mehr, dann in zwei Wochen, ja, es sind schon zwei Wochen, die Leipziger Buchmesse dort dann auch auf Sebastian Fitzek zu treffen. Und das Buch tendiert tatsächlich dahin, dass es vielleicht das erste rezensierte Buch von ihm wird. Insofern ich das irgendwie hinbekomme, ihn darum zu bitten. Ja, vielleicht nehme ich einen Dolmetscher mit. Mal gucken, wer sich freiwillig meldet von den Anwesenden. Aber freut euch auf Dienstag, da wird es die Special-Rezension geben zu Acht Nacht und freut euch dann auch darauf, dass es das Buch zu kaufen gibt. Dann habe ich Eleanor von Jason Gurley gelesen. Das ist am 9. Januar diesen Jahres im Heine Verlag erschienen, kostet broschiert 15 Euro und als E-Book 12 Euro und hat 416 Seiten.
Ja, Eleanor, wenn man schon den Titel hört, merkt man, okay, die Geschichte geht irgendwie um ein junges Mädchen. Und so ist es tatsächlich. Wir treffen hier auf Eleanor, die eine Zwillingsschwester hat, Esmeralda, lieb genannt Esme. Und ja, die beiden sind mit ihrer Mutter unterwegs, haben sich vorher noch gestritten, wer vorne bei der Mutter sitzen darf oder wer hinten sitzen muss. Es passiert ein Autounfall. Und ja, Esme, die auf der Rücksitzbank saß, kommt dabei ums Leben. Und die Mutter Agnes macht sich unglaubliche Vorwürfe, macht auch ihrer Tochter Eleanor die Vorwürfe, weil sie ja unbedingt vorne sitzen musste. Und die Mutter ergibt sich dem Alkohol, der Vater verlässt dann irgendwie die Familie. Und ja, Eleanor bleibt bei ihrer Mutter, weil sie irgendwie das Gefühl hat, sie muss eine Schuld wieder gut machen. Und ja, eines Tages, ja, ist schon ein paar Jahre sind vergangen, geht sie in der Cafeteria durch die Tür und hat irgendwie das Gefühl, etwas ist anders. Und ab da begann auch die bis dahin doch recht verwirrend und langweilige Geschichte noch abstruser und kurioser zu werden. Und ja, ich habe dann auch nicht mehr allzu viel weitergelesen. Das war, glaube ich, so ab ungefähr ein Drittel. Und ich habe es so ungefähr bis zur Hälfte geschafft. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe nach 250 von 416 Seiten abgebrochen. Ich habe zurzeit irgendwie kein glückliches Händchen mit Büchern. War ja letzte Woche im Grunde auch schon ein bisschen langweiligeres Buch dabei. Aber hier muss ich ehrlich sagen, es begann doch sehr, sehr interessant. Alleine das erste Zitat, was ich mir noch rausgeschrieben habe, war: Die Zeit ist ein Fluss, der im Kreis fließt. Das fand ich unglaublich schön, denn es sollte in dieser Geschichte eben innerhalb des Fantasy-Anteils so sein, dass man im Grunde in der Zeit reist, in der Perspektive reist und dann eben Eleanor auf ihre Schwester trifft und dann eben auch irgendwie versucht zu retten. So war, glaube ich, der Text im Klappentext. Und das haben wir aber gefühlt irgendwie nicht. Ich fand es sehr, sehr verwirrend. Es waren teilweise nur so ganz kurze Kapitel zu einem der Frauen, denn wir haben so einen Perspektivwechsel von Agnes, der Mutter, zu den beiden Mädels, beziehungsweise dann eben zu Eleanor. Dann tauchen auch noch andere Perspektiven auf. Und irgendwie habe ich diese ganze Familienkonstruktion nicht nachvollziehen können, denn kein normaler Vater lässt seine Tochter bei einer alkoholkranken Mutter und ist dann immer mal noch verwundert, wie sich die Tochter benimmt. Das ja, fand ich total merkwürdig und kopfschüttelnd. Auch waren mir die Charaktere unglaublich blass und untief und ich habe irgendwie gar nicht mitfühlen können. Ich fand den Unfall irgendwie nicht tragisch. Das war so, ja, ist irgendwie passiert. Und das fand ich dann, so meine Reaktion dabei fand ich dann persönlich eigentlich so schlimm, weil ich dachte, Mensch, Steffi, du müsstest da eigentlich was empfinden. Ich müsste das mitnehmen. Es soll ja auch so eine Mischung aus Drama und Fantasy sein. Und das war es nicht. Es hatte auch so eine Grundstimmung, die total deprimierend und düster und dunkel war und irgendwie, aber nicht tiefgründig dunkel. Und das hat mich irgendwie unglaublich gestört, dass man das Gefühl hatte, es ist alles so, ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht richtig greifen. Und dann kommt eben noch dazu dieser verwirrende Perspektivwechsel, dass man irgendwann nicht mehr weiß, wer ist man, obwohl das dort steht, dass man nicht mehr weiß, ist man in der Gegenwart, ist man in der Vergangenheit. Das war alles so abrupt und es hat mich einfach verwirrt und das fand ich irgendwie nicht gut. Also wenn man irgendwie nicht mehr weiß, wer man, wann man, wo man ist, dann kann man das nicht greifen. Und mir ging dann auch dieser Perspektivwechsel eben zu abrupt. Es war zu schnell von einer Story in die andere. Und man hatte gar nicht das Gefühl, irgendwie Gefühle, das Drama in sich aufzunehmen. Und es war halt auch kein Fantasy. Und das, was als Fantasy im Grunde beschrieben wurde, war für mich nichts anderes als irgendwie was Übernatürliches eigentlich, was ich nicht mit Fantasy betiteln würde. Und es war halt, ach, ich fand es halt auch wirklich sehr deprimierend. Ich meine, klar, hier stirbt ein Kind, dass man da nicht mehr freudestrahlend durchs Leben geht, mag alles sein, aber diese Mutter konnte ich absolut nicht verstehen. Wie gesagt, ich konnte auch den Vater nicht verstehen und es war einfach nicht mein Buch. Und ich weiß nicht, vielleicht wäre es irgendwie spannender geworden, aber ich habe dann zwei liebe Mädels gefragt, die das Buch beendet haben, wie es ihnen denn so gefallen hat. Und beide haben mich eigentlich bestätigt, dass wenn es ab diesem einen Wendungspunkt mich nicht packt,
dann wird auch nichts mehr. Und dass sie halt selbst auch sich so gequält haben, teilweise 6 Wochen an dem Buch gelesen haben. Und da dachte ich dann auch, ach, dafür ist mir meine Lesezeit einfach zu schade. Ne? Also um dann ein Buch zu lesen, was mir nicht gefällt, und ich hätte ja noch 160 Seiten vor mir gehabt, und dann dachte ich, oh nee. Es war wirklich nicht gut. Und ich fand es wirklich so schade, weil ich diese Idee mit diesen verschiedenen Perspektivwechseln, dieses Fantasy, dass da eben vielleicht tatsächlich noch was mit der toten Schwester irgendwie, weil ich das interessant gefunden hätte und mich dieser Klappentext auch so angesprochen hat und ich irgendwie auch in diesen Klappentext reingefallen bin. Kann es gar nicht anders beschreiben. Das ist überhaupt nicht in die Richtung gegangen, in die ich es mir gewünscht hätte, und es hat mir nicht gefallen. Ich kann es gar nicht anders sagen, dass das halt einfach vom Stil her nicht gut für mich war. Und ich sage irgendwo so, dass diese Grundstimmung des Depressiven, das hat man gut rübergebracht. Aber ich weiß nicht, ob das Ziel des Ganzen war, dass man sich danach eigentlich wirklich am liebsten vielleicht auch direkt, weiß ich nicht, irgendwie mit Alkohol hingesetzt hätte. So schlimm war es dann halt auch nicht, ne? Also ich weiß nicht. Wenn man halt mit Charakteren nicht mitleidet, ist es irgendwie unglaublich schwer. Und das fand ich einfach schade. Ich hätte mir gewünscht, dass es anders ist. Aber gut, ich meine, dafür sind halt dann Bücher auch da, dass man dann halt einfach sagt, okay, es war nicht meins, und man geht zum nächsten. Na, ich meine, geht ein bisschen leichter als mit Männern oder Beziehungen. So alle, oh, ich breche die Beziehung ab, da drüben wartet schon der nächste. Also so ist es ja im wahren Leben nicht. Deswegen nutzen wir das in Büchern aus. Und dann kam ein Buch in dieser Woche, das mich wiederum unglaublich positiv überrascht hat. Und zwar das Buch Der Spiegel von I.O. Shirovici, welches am 27. Februar diesen Jahres im Goldmann Verlag erschienen ist, hat 384 Seiten und kostet gebunden 20 Euro und als E-Book 16 Euro und wurde mir auch vom Verlag zur Verfügung gestellt. Ich bin auf dieses Buch durch die Verlagsvorschau aufmerksam geworden und mich hat neben dem Cover auch der Klappentext angesprochen, weil es einfach so ein bisschen mysteriös klang und so einen Thriller-Krimi-Roman-Buch entsprochen hat, wie ich mir das manchmal tatsächlich ganz gerne wünsche und manchmal ganz gerne lese. Und ich hätte aber nicht erwartet, dass mich dieses Buch tatsächlich so packt. Ja, so kann es dann eben auch sein. Das Buch beginnt am Anfang mit einem wunderschönen Gedanken. Was ist Wahrheit? Was ist Erinnerung? Denn wir beschäftigen uns in dem Buch tatsächlich über die Dinge, an die wir uns scheinbar erinnern. Erinnern wir uns wirklich? War es wirklich so, wie wir uns erinnern? Und wo liegt die Wahrheit? Eher in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder vielleicht sogar in dem erst, was passiert. Und was passiert, wenn man sich mehr mit der Vergangenheit beschäftigt, und eigentlich müsste man ja seine Zukunft schreiben. Also sehr, sehr cool, die ersten Gedanken in dem Buch. Und dann ist dieses Buch in 3 Teile aufgeteilt. Der erste Teil ist ein Literaturagent, der ein Manuskript bekommt von einem jungen Mann, der in der 2er Studenten-WG wohnt und auch dieses Manuskript scheinbar geschrieben hat und im Grunde seine Jugendgeschichte gefühlt erzählt, bis dann ein Mord passiert. Und der Literaturagent dann natürlich erstmal dasteht und überlegt, ist das Fiktion, ist das Wirklichkeit, was ist daran tatsächlich die Wahrheit? Der zweite Teil ist dann von einem Journalisten erzählt, der vom Literaturagenten beauftragt wurde, um eben über diesen Fall zu recherchieren, um diese Menschen zu beleuchten, die in dieser Geschichte irgendwie auftauchen, ob es eben Fiktion ist oder etwas Echtes. Und als drittes erleben wir dann einen Polizisten, der vor vielen, vielen Jahren an einem Mord beteiligt war, der eben so klingt wie der Mord aus dem Manuskript und uns dann eben mitnimmt und die Fäden vielleicht irgendwie zusammenfinden kann. Und alle Geschichten sind im Grunde in der Ich-Perspektive erzählt. Man erfährt aber wirklich zu Beginn des Leseabschnittes, dass ein neuer Leseabschnitt beginnt und auch relativ schnell, in welcher, ja, was derjenige ist, was der uns das erzählt, also dass wir einen Literaturagenten haben, einen Journalisten und dann einen Polizisten. Und diese drei Geschichten ergeben dann eben eine unglaublich spannende Geschichte, die mir wirklich unter die Haut ging. Ich fand
Es war Spannung durchweg, man war mittendrin dabei, dadurch, dass die Geschichte in der Ich-Perspektive erzählt wurde und man ist immer wieder mit auf Fährtensuche gegangen. Ich habe viele Rätsel zu lösen bekommen, dachte dann, ich stehe kurz davor und schwupps kam eine neue Fährte und dann manchmal auch noch gerade, wenn man dachte, oh, es ist zum Greifen nah, kam der nächste Leseabschnitt und man dachte sich, nein, ich wollte doch das Rätsel noch lösen. Ich finde, der Autor hat hier wirklich eine tolle Mischung aus Thriller und Krimi und auch einfach so einer wunderbaren Romanerzählung geschaffen. Er hat eine tolle Sprache gewählt. Das ist sehr klar, es ist sehr verständlich, es ist sehr tiefgründig. Stellt sich auch mit der einen oder anderen wichtigen Frage, die man sich eben manchmal so im Leben stellt. Und das ist unglaublich packend erzählt. Es ist spannend von vorne bis hinten. Und ich hätte nicht gedacht, ich habe, glaube ich, Mittwochabend damit angefangen, neben Red Rising. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses Buch tatsächlich noch beende, aber es hat mich gestern einfach so gepackt, dass ich Red Rising tatsächlich einen Tag liegen gelassen habe und gesagt habe, ich möchte unbedingt wissen, wie dieses Buch ausgeht, wie es endet und ob mich dieses Ende mitnimmt. Und es passieren so viele Wendungen und Plot-Twists und man ist förmlich sprachlos bei der Reise mit den Menschen und ich fand es so grandios. Ich fand es unglaublich gut gemacht, es war toll erzählt. Es hatte ein, zwei Längen, auch manchmal so ein bisschen was sehr Konstruiertes, weswegen es jetzt nicht, also so ein ganz geniales Buch ist, also, ne, aber es ist jammern auf sehr hohem Niveau. Mir gefällt auch einfach die Sprache des Autors. Ich finde, er hat das wirklich so klar und eigentlich so, also nicht wie ich vielleicht sprechen würde, weil wir haben ja hier eine Ich-Perspektive, aber eben so vernünftig. Und gleichzeitig erzählen die den größten Stuss und sind auf Verschwörungstheorien aus und das aber alles in so einer Klarheit, die ich einfach grandios fand. Also es war wirklich ein ganz, ganz tolles Buch, wo ich gar nicht mit gerechnet hätte, dass es mich so packt, mitnimmt und ich ja eigentlich schon gerade von Eleanor eigentlich so genervt war und dachte, ach, du konzentrierst dich diese Woche jetzt einfach mal nur noch auf Red Rising. Hab dann aber gemerkt, dass das doch ein bisschen wenig ist und dachte, ja, dann greifst du jetzt mal zu das Buch Der Spiegel und mal gucken, wo es dich so hinführt. Hatte ja eigentlich schon fast gedacht, oh, es wird bestimmt auch wieder Mist sein. Nein, war es ganz und gar nicht und es hat mich echt begeistert, es hat mich echt mit packenden, spannenden Momenten erwischt und vielen Gedankengängen und Windungen und auch wirklich die Rätsel, die einem aufgegeben werden, fand ich großartig. Und dann wirklich auch die Auflösung. Ich saß einfach nur noch sprachlos vor diesem Buch. Es hat mir wirklich ganz viel Spaß gemacht, ist eine absolute Leseempfehlung und hat mir wirklich sehr, sehr gut getan. Ich habe auch noch ein schönes Zitat herausgesucht. Wenn wir jung sind, erfinden wir verschiedene Zukünfte für uns selbst. Wenn wir alt sind, erfinden wir verschiedene Vergangenheiten für andere. Und das fand ich so toll. Das ist wirklich so etwas aus diesem Buch, was man mitnimmt, weil man ist eben mal so gefühlt in der Gegenwart. Die Gegenwart wird irgendwann Vergangenheit, dann sind wir eigentlich in der Zukunft und blicken aber auf die frühere Gegenwart. Und das war einfach so, wie das Leben halt ist. Ne? Ich fand es toll. Also mir hat es echt Spaß gemacht. Ich hatte große Freude mit diesem Buch. Und jeder, der so ein bisschen Krimi, Thriller, Roman mit einer tollen Sprache lesen möchte, ist wirklich hier absolut richtig. Man sollte sich nicht vorstellen, dass es irgendwie blutig wird, wie es ja oft in Krimis ist, oder dass es nur ein Suchen ist, sondern es ist auch immer mal ein Finden. Und ich fand es wirklich toll. Ich bin ja nicht der Krimi-Leser, deswegen bin ich natürlich hier, wenn es zu viel Krimi-Anteil gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich nicht so ganz meins gewesen. Aber mir hat die Geschichte wirklich viel Spaß gebracht. Fand ich wirklich sehr, sehr gut. Und dann haben wir ab Dienstag begonnen, Red Rising 3 zu lesen, Tag der Entscheidung von Pierce Brown, welches Ende September letzten Jahres erschienen ist im Heine Verlag, hat 656 Seiten, kostet broschiert 13 Euro und als E-Book 10 Euro. Und es ist ja der dritte und abschließende Band dieser Reihe und ich bin mega, mega gespannt, was der dritte Teil so mit mir anstellt. Der Start, die ersten vier Leseabschnitte waren brutal, sie waren hart und es war einfach unter die Haut gehen packend. Also ich bin ein großer Fan dieser Reihe. Ich packe euch mal meine Bücherwoche zu Teil 1 und 2 unten in die Bücherwoche. Wir sind ja hier im Science-Fiction-Bereich. Wir haben einen unglaublich tollen Protagonisten, Darrow, der eigentlich ein Roter ist auf dem Mars. Und im Grunde denkt er,
besiedelt jetzt den Mars, er hilft damit, indem er im Grunde ganz tief in der Erde gräbt, bis ihm irgendwann klar wird, irgendwie werde ich hier ja im Grunde missbraucht, um die Goldenen, die Reichen, ja im Grunde das Leben führen zu lassen, wovon er und seine Frau träumen. Und dann beginnt im Grunde so ein bisschen der Aufstand und er wird modifiziert zu einem Goldenen und versucht dann im Grunde eigentlich die Welt von innen heraus zu verändern. Und so viel mehr kann man eigentlich gar nicht verraten, weil man würde ja natürlich für den dritten Teil unglaublich viel spoilern. Aber es ist Wahnsinn. Es ist eine packende Geschichte, es ist eine brutale Geschichte, es sind Elemente darin, die ich wirklich großartig finde. Ich mag den Schreibstil, der schnell ist, der flüssig ist, der einen mitnimmt, einen mitreißt. Es gibt keine langweiligen Stellen, eher im Gegenteil. Man würde sich manchmal so eine Verschnaufpause wünschen. Das ist auch viele, die das Buch nicht so gut fanden, gerade den ersten Teil, die diese Kritik dann haben, dass es ihnen zu schnell ging. Finde ich persönlich gar nicht. Für mich hat es wirklich eine perfekte Geschwindigkeit, weil unglaublich viel in unglaublich wenig Zeit passiert und man immer so da sitzt und denkt, oh mein Gott, ist das jetzt wirklich passiert? Und man nochmal so kurz einen Einatmer braucht, bevor man weiterliest. Das ist eine geniale Trilogie bisher. Ich bin sehr gespannt, wo jetzt das Ende vom dritten Teil geht. Ich habe noch keine Ahnung, wie es enden wird und freue mich jetzt wirklich. Ich glaube, wir beenden es nächsten Freitag. Ich bin sehr, sehr gespannt und ja, freue mich auch wieder aufs gemeinsame Lesen mit all denen, die mitlesen, die durchgehalten haben und jetzt beim dritten dabei sind. Und es ist wirklich toll. Also es ist großes, großes Science-Fiction-Kino und wirklich ein Genre, was mir wieder unglaublich viel Spaß macht. Und ja, Red Rising da auf jeden Fall seinen Teil dazu beiträgt. Ja, das war es soweit auch mit den Büchern dieser Woche. Ist ja doch ein bisschen was zusammengekommen. Und ja, was gab es diese Woche noch? Ich habe mir Sonntagabend Inferno angesehen, eine Buchverfilmung ja von Dan Browns gleichnamigen Roman. Es ist ja der dritte Film von Dan Brown mit Robert Langdon, allerdings das vierte Buch mit Robert Langdon. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum man das verlorene Symbol nicht auch irgendwie noch adaptiert hat, aber es ist vielleicht auch ganz gut so. Ich bin kein großer Fan von Tom Hanks. Ich weiß, viele sind darüber erschüttert. Ich habe mir Robert Langdon absolut anders vorgestellt und nicht wie Tom Hanks. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin ein großer, großer Fan der Bücher von Dan Brown, besonders von Inferno, wo sicher Dan Brown auch ein wenig der göttlichen Komödie von Dante sozusagen bedient hat, denn er uns hier die Hölle von Dante ein wenig näher bringt und es ja hier darum geht, dass wir eine Überbevölkerung haben oder der Verdacht darauf liegt, dass wir demnächst im Grunde aus allen Nähten platzen. Und wir haben hier eben einen Mann, der so, ich glaube, ein Milliardär sogar war und der Meinung ist, wir lassen einfach mal ein Virus auf die Welt los und der etwas mit den Menschen tut. Ich weiß nicht mehr, ob es jetzt im Film und Buch genau das gleiche war, dazu ist das Buch schon ein bisschen länger her. Allerdings, und das muss man direkt sagen, war das Ende im Buch ein grandioses Ende. Es war anders als erwartet, es war anders als jedes Buch von Dan Brown und es war einfach nur mutig und grandios. Es war ein ganz, ganz tolles Ende. Und das Buch ist gleich 2013 erschienen, ja schon wieder 4 Jahre her, ich glaube im Mai oder Juni habe ich es dann auch gelesen. Und ja, jetzt kam der Film daher und ich dachte so die erste Stunde, hä? Sprechen wir über das gleiche Buch? Wo ist mein Robert Langdon hin? Wo ist der Mann hin, der Symbologe, der aus allem irgendwas lesen konnte, der Erklärungen hatte für Kunstwerke, für Museen, für Dinge, für Städte, für... Oh, wo ist der hin? Es war hier unglaublich lieblos, man hatte kaum Rätsel, sie wurden einfach gelöst ohne irgendeine Logik. Wir hatten ganz viele unnötige Schnitte, viele Erzählstränge, die gar keinen Sinn gemacht haben. Wir haben Veränderungen von Charakteren, die einen nur kopfschütteln zurücklassen und auch noch ein Ende, bei dem ich dachte, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ja, das Ende ist einfach nur zum Schreien. Es ist sowas von schrecklich und es ist sowas von Hollywood-mäßig und man denkt sich, nein, das kann doch nicht im Interesse von Dan Brown gewesen sein. Und ich weiß, dass dieses Buch ja schon sehr gemischte Gefühle im Grunde hatte, weil eben das Thema Überbevölkerung will halt keiner hören.
Und dass es dann eben auch Menschen halt gibt, die sich darüber Gedanken machen, wie könnte man das eindämmen, ist natürlich auch nicht das schönste Thema. Aber ich glaube, es ist ja tatsächlich einfach ein Problem unserer Welt. Und natürlich ist das für Verschwörungstheoretiker und Verschwörungsthriller-Schreiber wie Dan Brown das perfekte Thema. Und die haben in dem Film einfach Scheiße draus gemacht. Es tut mir echt leid, das sagen zu müssen. Es ist der schlechteste Dan Brown-Film, den es gibt. Ich war ein Riesenfan vom Sakrileg. Ich fand das so toll umgesetzt. Ich mochte auch noch Illuminati, Angels and Demons oder umgekehrt. Und hier bin ich raus. Also hier fand ich, ich konnte nur mit dem Kopf schütteln. Also manches kam mir überhaupt nicht bekannt vor. Ich habe dann wirklich oft überlegt, war das so? Ist das das gleiche Buch? Und ich fand es keine Empfehlung. Also ich glaube, mehr brauche ich dazu gar nicht zu sagen. Jetzt habe ich natürlich die DVD da, wie sich das als, mir schläft das Bein ein, wie sich das gehört. Aber nein, für mich ist das leider überhaupt nichts. Nein, 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 da lest lieber das Buch, das ist wirklich um Längen, also gar keine Frage, es ist ja für mich persönlich fast, gehört er mit zu den besten Dan Browns, obwohl ich immer so eine Riege schwierig finde, da eine Abstufung reinzubringen. Ich glaube, das ist halt, das kriegt man bei Lieblingsautoren nur sehr, sehr schwer hin und ja. Aber zu etwas Erfreulichem, es gibt ein Gewinnspiel auf meinem Instagram-Account und zwar zu Chick, was ebenfalls eine Buchverfilmung ist, ist glaube ich im letzten Jahr herausgekommen, im Kino gewesen und ist ein Film nach der Romanvorlage von Wolfgang Herrndorf. Und ihr findet dazu alle Infos natürlich auf meiner Instagram-Seite. Ich packe euch die natürlich in die Infobox. Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 16.03. Und dann wird eine DVD ausgelost. Und wer noch Lust hat mitzumachen, guckt einfach mal auf meinen Instagram-Account vorbei und versucht sein Glück. Und der Gewinner wird dann natürlich auch bekannt gegeben. Dann gab es letzte Woche am Donnerstag ein Hangout bei der lieben Susan zum Thema Rat der Neun. Mit dabei waren auch Lena und Erik und ich packe euch den Hangout natürlich mal in die Infobox. Wir haben versucht, lange Zeit uns auf Rat der Neun zu konzentrieren, haben das auch, glaube ich, gut eine Stunde geschafft, sind dann ein bisschen abgedriftet zu den Shadowhunters und zu verschiedensten anderen Themen, sind mittendrin nochmal auf Rat der Neun gekommen und haben dann beschlossen, jetzt reden wir einfach nur noch nach was wir Lust haben. Leider hatte ich selbst ein bisschen technische Probleme mit dem Hangout, was ich echt irgendwie blöd und schade fand und habe es auch nicht in den Griff gekriegt. Ich hoffe, dass ich mich jetzt technisch da mal noch ein bisschen dran setzen kann und es da irgendwie eine Erklärung für gibt. Aber wenn ihr Rat der Neun vielleicht schon gelesen habt, beziehungsweise unsere Eindrücke im Grunde schon ein bisschen erfahren wollt. Wir waren relativ spoilerfrei, würde ich sagen. Also wir haben wirklich probiert, nicht zu spoilern, sondern wirklich eher unsere Gedanken, unsere Themen dazu, die uns durch den Kopf gingen, wiederzuspiegeln und eben nicht zur Handlung zu spoilern. Und es hat unglaublichen Spaß gemacht, war ein wirklich toller Hangout, wenn die Technik denn da so funktioniert hätte, wie ich es mir gewünscht hätte. Und war ein sehr, sehr schöner Abend, auch mit der regen Beteiligung am Chat, was ich immer großartig bei Hangouts finde. Und so kann ich direkt auch schon ankündigen, dass es am kommenden Donnerstag, am 16.03. einen Kingsianer Hangout geben wird. Es wird auch langsam Zeit, gefühlt wie vier brennen alle darauf, endlich wieder in einem Hangout über die verschiedensten Themen, wahrscheinlich sehr serienlastig, zu reden. Und wer es noch nicht weiß, die Kingsianer sind ja Paddy, Phil und Thorsten und wir werden uns da auf jeden Fall Zeit nehmen an dem Abend. Geplant ist bis jetzt der Hangout auf meinem Kanal. Ich muss jetzt natürlich mal gucken, dass ich die Technik hinbekomme und ihr erfahrt das aber auf jeden Fall auf Instagram und auch auf Facebook. Und wann und wo und wie und freue ich mich sehr. Also es wird auf jeden Fall ein schöner Abend und ich hoffe, dass ihr mit dabei seid, zahlreich im Chat und wir dann gemeinsam einen schönen Abend haben. Dann habe ich diese Woche etwas bei Lovely Books gewonnen und bin total happy darüber. Und zwar einen ganzen Buchstapel. Und zwar sind drei Bücher bei mir eingezogen von Mary Force aus der Lost in Love Reihe, die sich auch die Green Mountain Serie nennt. Man könnte jetzt meinen, Steffi, das ist doch gar nichts für dich.
Ja, würde ich tatsächlich auf den ersten Anschein auch glauben, aber mich verfolgen diese Bücher schon ein Weilchen. Schon als der erste herauskam, Alles, was du suchst, war ich irgendwie angefixt von dieser romantischen Geschichte. Und es heißt ja auch, ein prickelndes Abenteuer für dein Herz, der Beginn der unwiderstehlichen Bestsellerserie Lost in Love. Und ich kann nicht sagen, was mich tatsächlich so daran fasziniert. Ich hoffe, dass sie mir jetzt gefallen. Wir haben hier Cameron im ersten Teil, ist Webdesignerin in New York und nur weil sie diesen Auftrag wirklich dringend braucht, macht sie sich auf den Weg ins tiefe Vermont. Dort soll sie für einen familiengeführten Country Store einen Online-Shop entwerfen, aber das gestaltet sich schwieriger als gedacht. Will, der Sohn des Auftraggebers, ist zwar unglaublich sexy und sympathisch, doch von der Idee eines Internetauftritts ist er alles andere als begeistert. Schon fliegen zwischen Cameron und Will die Fetzen. Trotzdem kann Will das Verlangen, das er für Cameron empfindet, nicht leugnen und die beiden verbringen eine leidenschaftliche Nacht miteinander. Aber da ist mehr zwischen ihnen, vielleicht sogar wahre Liebe. Jetzt könnte man ja sagen, ach Steffi, du magst doch kein New Adult und wie kann das was für dich sein? Ich habe das auch letztens erst, ich glaube, mit Miriam per WhatsApp so ein bisschen besprochen, die zu mir definitiv gesagt hat, dass das kein New Adult ist und dass es zwar erotisch ist, aber eben nicht wie in New Adult. Und genau das ist der Unterschied, denn ich bin ja keinesfalls jemand, der keine Erotik in Büchern mag. Bei mir ist aber New Adult eben nicht erotisch. Das ist einfach, glaube ich, so mein Problem, dass die sich gefühlt 10 Seiten kennen, übereinander herfallen und meistens noch jungfräulich unterwegs sind und irgendwie ein Problem zu bewältigen haben aus ihrer Jugend und dann zack, zack, die große Liebe und dann passiert noch irgendwas, die Wahrheit kommt ans Licht und am Ende liegen sich alle in den Armen. Das ist mir halt, für mich ist das halt nichts. Ich bin da auch einfach, vielleicht bin ich auch einfach zu alt. Aber grundsätzlich habe ich bei erwachsenen Menschen und erwachsen handelnden Menschen in Büchern kein Problem, wenn das auch ein bisschen prickelnd wird. Von daher freue ich mich wirklich sehr auf diese Reihe. Und ich habe eben nicht nur den ersten Teil gewonnen, sondern auch Band 2 und 3, Was da wären, kein Tag ohne dich, was ich auch vom Cover, ich finde die total cool. Ich kann gar nicht erklären, warum die mich ansprechen. Und der dritte Teil ist dann Mein Herz gehört dir. Und es sind, glaube ich, 5 Teile geplant, wenn ich mich nicht irre. Und es gibt auch für alle 5 schon, ja, Band 5, genau. Es gibt dann noch Schenk mir deine Träume, erscheint im März diesen Jahres und Sehnsucht nach dir dann im Mai. Und ich bin mega gespannt und ich habe die gewonnen bei Lovely Books. Da gab es ein Gewinnspiel für dieses Bücherpaket. Und wer schon mal irgendwie was von Lovely Books zugeschickt bekommen hat, der weiß natürlich, dass dann auch immer Lesezeichen bei einem einziehen. Ich habe wirklich alle 3 bekommen. Ich glaube, es sind auch die 3, die es gibt. Der Fuchs, die Eule und der Esel, hier ist die schöne Eule. Und ich habe die jetzt einfach mal drin gelassen, weil ich denke mal, dass ich zumindest zum ersten Buch sehr, sehr schnell greifen werde. Denn der Frühling steht vor der Tür und ich finde, wo passt es besser als dann? Ich finde, Leute, ihr könnt mir jetzt wirklich für verrückt halten. Ich freue mich auf diese Reihe. Ich kann nicht erklären, warum. Und ich hoffe, sie gefällt mir. Und dann freue ich mich auch auf Band 4 und 5. Ja, manchmal ein bisschen verrückt durchs Leben. So muss es natürlich sein. Und dann auch noch zu dem letzten verrückten Thema. Und zwar dem Film Crazy Stupid Love. Und zwar ist das ein Film, der, glaube ich, von Robert Hoffmann. Das ist ja ein YouTuber, der Filme ankündigt, bespricht, rezensiert. Auf seinem Kanal gibt es auch Trailer. Und der hatte irgendwann mal ein Video zu Filmen mit genialen Wendungen. Ich glaube, irgendwie so war das. Und da habe ich mir damals auf einen Zettel, der da an der Pinnwand hängt, 5 oder 6 Filme aufgeschrieben, die ich eben nicht kannte. Unter anderem war zum Beispiel Fight Club mit dabei, den ich kannte und auch The Sixth Sense, ja, und er hat dann eben auch ein paar unbekanntere Filme oder nicht so, scheinbar für ihn bekannte Filme gezeigt und ich habe dann mittlerweile schon 2 von der Liste abgearbeitet, in Anführungszeichen, und dachte diese Woche auf Netflix, ah, da ist Crazy Stupid Love mit Ryan Gosling. Da musst du einfach mal reingucken. Denn neben Ryan Gosling spielt auch Steve Carell mit und Julianne Moore und Emma Stone. Und ich dachte mir, kannst du eigentlich nichts verkehrt machen. Also ich bin auch ein kleiner Steve Carell-Fan. Ich fand ja auch so toll den Film, wo auch Keira Knightley mitspielt, ein Freund bis ans Ende der Welt oder irgendwie so. Ich fand den Film toll, den habe ich schon 2-mal geguckt, fand ich wirklich großartig. Und Ryan Gosling, also Leute, da kann man doch gar nicht Nein sagen, ne? Der Film ist von 2011 und erzählt die Geschichte von einem Ehepaar, das irgendwie beim Abendessen rückt die Ehefrau damit raus, dass sie eine Affäre mit einem Kollegen
Kollegen hat und dass sie die Scheidung will und daraufhin zieht er dann eben irgendwie aus, ist total verzweifelt und für ihn ist die Welt zusammengebrochen und auch den beiden Kids geht's dabei nicht so gut, denn der große Junge, der ist glaube ich 12, 13, hat sich in seine Babysitterin verliebt, die wiederum ist verliebt in den Familienvater und dann trifft eben der Familienvater in der Bar auf den schicken Casanova, gespielt von Ryan Gosling, der dem erstmal erzählt, tollen Ratschlägen, wie man so bei Frauen landet und ja, wie Frauen so ticken. Das ist sehr faszinierend und es war einfach lustig. Also es gab so viele lustige Momente. Und es gibt dann am Ende echt eine Wendung, wo ich so lachen musste, so brüllen musste und so begeistert war und dachte, das ist so genial. Und wer Teenie-Filme zum Beispiel kennt, die haben ja auch so einen ganz speziellen Humor, finde ich, ne? Diese Teenie-Komödien. Und ich hatte hier das Gefühl, das ist eine Teenie-Komödie für Erwachsene. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Ich finde, es war einfach großartig. Es war tiefgründig, es waren tolle Charaktere, es hat Spaß gemacht, dazu zu gucken. Ich habe so viel gelacht. Und ich war einfach hin und weg von der Geschichte. Und auch wirklich, wie das sich alles so zugespitzt hat und so diese kleinen Feinheiten und jeder eigentlich so sein Süppchen kocht und dann am Ende so der Eintopf. Ich fand es toll. Also ich fand es wirklich einen tollen Film. Er läuft bei Netflix. Wer also Netflix hat, was zum Lachen haben möchte, sollte mal in den Film reingucken. Und ich finde, Ryan Gosling ist immer ein Hingucker. Ne? Also... ja, und auch Emma Stone war großartig. Ich mochte auch Julianne Moore, die ganz grandios die Ehefrau gespielt hat. Es hat ja auch noch mitgespielt Kevin Bacon. Ich fand ihn so geil. Ja, ich liebe Kevin Bacon. Großartig, auch Steve Carell. Ich fand ihn wirklich top besetzt. Ich kann mir gar nicht erklären, wie ich 6 Jahre um diesen Film herumgekommen bin, warum ich das irgendwie verpasst habe und ich verstehe es gar nicht. Ich glaube, weil ich selten zu Komödien neige, aber die war wirklich super. Die hat mir echt einen Spaß gemacht und ist eine absolute Empfehlung. Wer da mal einen schönen Lachabend haben möchte und der sollte sich da einfach mal drauf einlassen und Ryan Gosling genießen, wenn er irgendwann mal sein Hemd auszieht. Ja, okay, ja, braucht man nichts mehr. Aber genug der Schwärmerei. Ich glaube, das war es soweit für diese Woche. So langsam beginnen die richtigen Planungen, festen Planungen für die Leipziger Buchmesse und ich freue mich sehr, mein Terminkalender ist schon irgendwie gefühlt voll und ich muss jetzt tatsächlich mal ein bisschen sortieren und auch rumsortieren, was wie wo am besten wäre zu verbinden und ich freue mich auf die Menschen, die da sein werden. Ich denke, dass in der Woche vor der Buchmesse noch ein kleines Infovideo von mir kommt und für diese Woche ist dann jetzt geplant eben das Fitzek Special und also das Achtnacht Special und der Kingsianer Hangout und dann ist schon wieder Bücherwochenzeit. Ja, eine doch recht unterhaltsame Woche, wie man jetzt so gemerkt hat. Ja, so ein Film kann echt viel rausreißen, wenn er gut ist. Ja, also eine Woche, die doch sehr gemischt war, sowohl von den Büchern und den Filmen und nebenbei ein bisschen Ed Sheeran Musikalbum. Das ist so geil. Aber gut, genug der Schwärmerei. Ich wünsche euch nur noch einen schönen Sonntag, einen schönen Tag, einen schönen Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr natürlich das Video guckt. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Freue mich über eure Kommentare und sende euch liebe Grüße. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.